Kurz einen Moment warten. Hey, da sind wir wieder bei. Ja, wo sind wir eigentlich? Bei einem neuen Let's Play sind wir angekommen. Nachdem wir die Simpsons abgeschlossen haben, werde ich jetzt mit Half-Life beginnen, wie ich es eigentlich schon gesagt habe. Bei Paper Mario habe ich es da damals gesagt, dass das als nächstes Half-Life kommen wird. Dann ist aber Simpsons daneben geschoben, weil Simpsons ich mehr drauf Bock hatte. Ich muss dazu sagen, Half-Life habe ich noch nie gespielt und deswegen möchte ich es mit euch nachholen. Denn es viele sagen, jeder, den ich kenne, sagt, geiles Spiel muss man kennen und das werde ich jetzt nachholen mit euch zusammen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir auch direkt ins neue Spiel. Den Trainingsraum habe ich schon gemacht und wir spielen Half-Life Source und nicht das Original. Einfach aus dem Grund, weil Half-Life Source die Quali ein bisschen besser ist. Und ja, ich habe überlegt, ob ich das normale Half-Life nehme oder das Half-Life Source, aber ist ja im Prinzip nur eine überarbeitete Version und ändert ja nichts am Spielgeschehen. So, neues Spiel, Kapitel 1, Kapitel 2 oder Kapitel 3. Es gibt auch mehr bis. Okay, da kann man. Es gibt 19 Kapitel anscheinend. Wir beginnen natürlich mit Kapitel 1. Willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalt. Wieso ruckelt das Spiel? Ah, jetzt geht's wieder. 8.47 Uhr. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 31 Grad. Wir erwarten heute eine Höchsttemperatur von bis zu 40 Grad. Im Black Mesa Komplex wird die Temperatur ständig auf angenehmen 22 Grad gehalten. 22 Grad? Ja. Alles okay. Bei mir sind es jetzt draußen ein paar weniger Grad. Ladedaten. Das Problem ist, Der dass Zug kommt von den Ruheräumen in Level 3 und fährt zu den Testlabors und den Kontrollräumen in Sektor C. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt hinter Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Falls Sie Ihre Identität noch nicht vom Retina-Sicherheitssystem überprüfen ließen, melden Sie sich bitte bei der Personalabteilung von Black Mesa. Dort werden Sie den Vorschriften entsprechend überprüft. Erst dann erhalten Sie Zutritt zum Hochsicherheitsteil des Transitsystems. Okay. Ich bin übrigens erkältet und deswegen nicht wundern, wenn ich manchmal schniefe und wenn er immer kurz die Daten lädt, dann ruckelt er immer am Anfang. Das liegt wahrscheinlich daran, weil es ein relativ altes Spiel ist. Aber naja, da müssen wir durch. Wichtigen Materialien, die im Black Mesa Komplex verarbeitet werden, ist es innerhalb des Transitsystems nicht gestattet, zu rauchen, zu essen oder zu trinken. Ich rauche eh nicht. Aber essen und trinken. Oh. Bitte halten Sie Ihre Arme Oh und Beine Gott. stets innerhalb des Zuges. Versuchen Sie nicht, die Türen des Zuges zu öffnen, bevor dieser an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Sollte ein Notfall eintreten, werden die Passagiere gebeten, sitzen zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Falls ein Verlassen des Zuges unumgänglich sein sollte, bitte verletzte Personen zuerst evakuieren. Bitte halten Sie Abstand zu den Schienen, da diese unter Strom stehen, und begeben Sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintrifft. Ich möchte kurz mal anmerken, dass das Laufen relativ schnell geht, aber warte, man kann doch auch gehen. Ja, genau, Shift gedrückt halten. Andocken und weiterfahren. Wie gesagt, ich kann leider nichts zu dem Spiel sagen, deswegen müssen wir uns einfach darauf einlassen, was passiert. Ladedaten.
Das werden wir noch sehr häufig, glaube ich, sehen. Zur Erinnerung, der Zehnkampf auf dem Black Mesa Gefahrenkurs beginnt heute Abend um 19 Uhr auf Level 3. Das Halbfinale für das Hochsicherheitspersonal wird in einer separaten, nur mit entsprechender Berechtigungsstufe zu empfangenden Übertragung bekannt gegeben. Denken Sie immer daran, nicht nur Ihr eigenes Leben Labor. hängt von Ihrer Fitness ab. Und die Sicherheitsstufe ist Level 3. Haben Sie einen Freund oder Verwandten, der für das Black Mesa Team eine wertvolle Bereicherung wäre? Zurzeit gibt es freie Stellen bei Materialtransport und Wachdienst mit niedriger Sicherheitsstufe. Weitere Informationen erhalten Sie in der Black Mesa Personalabteilung. Haben Sie einen Bekannten, der über einen Hintergrund auf den Gebieten theoretische Physik, Biotechnologie oder anderen hochtechnisierten Fachgebieten verfügt, setzen Sie sich bitte mit unserer Rekrutierabteilung für Zivilpersonen in Verbindung. In der Black Mesa Forschungsanstalt werden alle Bewerbungen und alle Angestellten absolut gleich behandelt. Ich möchte mal aussteigen. Mann, diese Fahrt wird ist ziemlich lang. Ladedaten. Wie ihr seid, man wisst nämlich jetzt mit Open Broadcaster auch. Aber das Spiel kann man trotzdem auch so Eine in wichtige Vollbild aufnehmen. Mitteilung an alle Mitarbeiter. Damit Ihr Arbeitsverhältnis im Forschungsinstitut bestehen bleiben kann, müssen Sie sich regelmäßigen Untersuchungen hinsichtlich Verseuchung durch Strahlung und Giftstoffe unterziehen. Sollten Sie einen anberaumten Termin für Urinanalyse oder Strahlungsmessung Die versäumen, kenne ist ich. dies ein Grund für fristlose Kündigung. Wenn Sie glauben, während Ihrer Arbeitszeit in Kontakt mit radioaktiver Strahlung oder anderen gefährlichen Materialien gekommen zu sein, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Strahlungssicherheitsbeauftragten in Verbindung. Arbeiten Sie sicher, arbeiten Sie klug. Ihre Zukunft hängt davon ab. Wir erreichen jetzt die Testlabors und die Kontrollräume in Sektor C. Danke. Darf ich jetzt aussteigen? Ich wollte sagen, bei Broadcaster sieht man da anscheinend nicht das Ladedaten, wenn es da steht. Jetzt, doch, jetzt sehe ich es. Okay. Ladedaten. Bitte treten Sie von den automatischen Türen zurück. Ja. Warten Sie, bis der Sicherheitsbeamte Ihre Identität überprüft hat. Bevor Sie den Zug verlassen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie nichts vergessen haben. Danke. Wir wünschen Ihnen einen sicheren Guten und Morgen, Gordon. produktiven Tag. Sieht so aus, als wären wir heute etwas spät dran, was? Naja, wenn der Zug sich nicht beeilt, kann ich doch nichts dafür. Es sind ja so viele mitgekommen. Würde am liebsten mal die Sensibilität der Maus höher stellen. Mache ich jetzt auch kurz mal. Pass auf, das machen wir schnell. Maus. Mausempfindlichkeit. Mal ein bisschen höher stellen. Ja, viel besser. Ah ja, 1287 ist der Code. Das kann ich mir merken. Ich sehe, man hat hier hochmoderne Technik, ne? Nicht wahr? Tut mir leid, ich muss auf meinem Posten bleiben. Ja. Ich habe das Tutorial schon gespielt, deswegen weiß ich schon die Steuerung. Allerdings ist es, glaube ich, schon eine Woche her. Ja. Anomale Materie. Hallöchen. Aber vor ungefähr 20 Minuten hatten wir hier ein Systemabsturzen. Ich versuche immer noch meine Dateien wiederzufinden. Sollten wir uns nicht die Zeit nehmen? Das ist mal wieder so ein Tag, den man besser aus dem Kalender streicht. Im Testraum hat es wohl auch Probleme gegeben, aber das ist, glaube ich, inzwischen wieder in Ordnung. Du sollst auf jeden Fall Huch. Ich erwarte eine wichtige Nachricht. Ach so. Stimmt, wir heißen Freeman. Den Vornamen. Morgan? Machen Sie sich denn überhaupt keine Sorgen wegen des exponentiellen Kaskadenszenarios, über das wir gesprochen haben? Nö, warum? Black Mesa Research. Research Facility. Ah, das ist der Sektor C, in dem befinden wir uns gerade, oder? Ja.
Labore und Personal Facilities. Mann, ich kann heute gut lesen. Hallo. Ja, was für ein Test? Ich bin doch gerade erst hier angekommen. Und, oh Gott, es ist ungewohnt, so schnell zu laufen, aber so langsam zu laufen möchte ich auch nicht. Ich möchte doch nochmal kurz zurück. Ich möchte sehen, was da war. Ich wusste jetzt nicht, in welche Richtung ich gehen sollte. Oh, jetzt muss ich in beide Richtungen laden. Okay. Was gibt's denn hier? Mann, sie waren doch gerade eben auf der anderen Seite. Kann ich hier rein? Nö. Ja, sehr mathematisch. EG ist gleich G. MN durch R plus. Was stand da? Keine Ahnung. Sektor B. Die falsche Luftschleuse, Gordon. Du weißt doch, dass ich Ach, dir den Gordon. Schlüssel Hoppla. Gordon heißen wir. Wie Morgan Freeman. Ich bin so dumm. So, dann müssen wir hier doch hin. Oh, bei mir draußen schneit es das erste Mal im neuen Jahr. Wir haben gerade den 24. Ich glaube schon. Hallo. entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Wieso kennen uns schon alle? Oder habe ich da... Ich muss zugeben, ich habe gerade eben nicht ganz zugehört, was die besprochen haben. Ich will jetzt nicht gestört werden. Vielleicht arbeiten wir hier auch schon etwas länger. Wo muss ich hin? Bis später, ich gebe mir aus. Tut mir leid, Gordon. Mir wurde Ja, ausdrücklich gesagt, okay. dass ich dich ohne Schutzanzug hier nicht durchlassen darf. Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde hier sein? Ja, okay, ich glaube, wir arbeiten hier schon länger und sind eine halbe Stunde zu spät. Nicht rauchen. Also, Area. Sag mal, sie sind auch Ich will überall. jetzt nicht gestört werden. Beim Soda-Automaten. Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Ja, das sehe ich. Nur einen Stuhl haben sie hier in der Cafeteria oder was soll das sein? Entspannungsraum, was weiß ich, von der Arbeit. Wenn ihr übrigens meine Spielweise nicht spielt, ihr müsst es euch nicht angucken. Ich bin immer so ein Typ, der guckt sich gerne alles an. Casali, Kumar, Birdwell, Jones, Geoffrey. Lächerlichen Krawatten. Und wieso seht ihr alle gleich aus? Das hat bestimmt etwas mit der mit den Atommüll, mit der Verstrahlung zu tun. Laidlaw, Stelly, Lore, Backman. Ich hab Hallo, wo habe ich bloß schon wieder die Anleitung für das Scheißequest Bond and Wood. gefunden? Naja, die anderen brauche ich nicht. Da ist unser Schrank. Freeman. Oh, den dürfen wir sogar aufmachen. Darf ich? Ist das unsere Frau? Ich weiß nicht. Unser Stipendium? Naja. Ich möchte hier raus. Kann ich das wieder zumachen? Nö. Da ist der Anzug. Den kenne ich schon. Durch das Tutorial. Auf Klo darf ich auch nicht, aber darf ich Hände waschen? Ja, danke. Also, Hände trocken, darf Lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. ich. Ja. Push. Da push doch mal. No smoking. No smoking in this area. Darf ich den Schalter drücken? Oh ja. Ah, jetzt haben wir es geöffnet. Dann steigen wir mal in unserem Anzug. Dann dürfen wir jetzt endlich auch radioaktive Strahlung aushalten. Versteht ihr das? Geh ruhig durch. Scheint dir heute heiß herzugehen. Ja. Warte, so war die Taschenlampe, okay. Achso, wir können schon springen. Warte, wie war das? Man konnte irgendwie so ein. Ach, so war der wahrscheinlich. Ich glaube, so war der. Ungefähr. So, dann laden wir das jetzt mal die Daten. Das letzte Mal. Ich bin so dumm.
Ich hoffe, ich spiele überhaupt das Richtige. Kann ich nicht lesen, aber da kommen wir. Working as a team. Technology. Black Mesa, Security Force und die Black Mesa. Achso, ich dachte, wir müssen auf den Fahrstuhl warten. So, dann fahren wir mal hoch. Knopf drücken. Und ab in die T. Hoppla. Da. Ich komme mit der Steuerung noch nicht zurecht. Bei Garry's Mod kann ich das ganz gut. Also bei dem zweiten Teil. Ja. Bisschen Morphin. Dann Krückstock. Dann geht das schon wieder. Morphium, Morphin. Muss ich was drücken? Ja. Okay. Zweiter Versuch. Der erste Tod. Na toll. Habe ich ja super gemacht. Aber diesmal werde ich es besser machen. Diesmal nehmen wir direkt die Leiter. Sie bekommen doch nicht etwa schon wieder Skrupel wegen dieser Ethiksache, oder? Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Bla bla bla. Ja, gehen wir mal weiter. Eigentlich müsste ich den. Eigentlich müsste ich den Part beenden, aber wir gehen noch so weit bis zum Testraum oder sonst was. Ich möchte. Achso, ich kann selber die Tür öffnen. Ja, das ist verseucht. Darf ich trinken? Darf ich trinken? Wartedaten. Ich glaube, ich habe mich nicht auf Steam offline gestellt. Hoffentlich werde ich nicht angeschrieben. Aber Gott sei Dank ist das hier. Ist das Spiel auf Steam. So kann ich immer darauf zugreifen. Und ihr seht nur dieses Pause. mache ich mich jetzt offline? Ich glaube schon. Falls jemand mich anschreiben möchte. So, jetzt sind wir doch im Testlabor, ne? Ja, Freeman, da sind Sie ja. Wir haben die Probe gerade in den Testraum geschickt. Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Ist ein bisschen gefährlich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Die Verwaltung will unbedingt eine aufschlussreiche Analyse von der heutigen Probe. Wahrscheinlich hatten Sie ziemliche Probleme, das Material zu bekommen. Okay. Sie schon erwartet, Freeman, im Testraum. Ja. Okay, wie der Testraum aussieht, sehen wir dann im nächsten Part. Der öffnet uns die Tür und ich weiß noch nicht, wie der Typ heißt, aber ich weiß, dass er wichtig ist. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dann. Tschüss.